Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Ich habe ein Zuschauerpaket bekommen. Darüber freue ich mich sehr. Und wenn du wissen möchtest, was da drin enthalten war und von wem das war, dann bleib doch dran, schnapp den Kaffee, den Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Hier in diesem Video das Wichtigste zuerst. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, wenn dir dieser Kanal gefällt. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Ich hätte eine Bitte. Das Video ist einerseits für euch, einerseits für mich, aber in allererster Linie möchte ich gerne oder hätte ich gern, ich sage es euch auch gleich warum, dass ihr zwar vielleicht für mich auch einen lieben Kommentar schreibt, aber die Kommentare eigentlich eher für die liebe Katrin sind. So, die liebe Katrin ist eine Abonnentin, die schon sehr lange auf meinem Kanal ist. Wir sind sozusagen ein bisschen schon befreundet über Instagram und mir ist aufgefallen, dass ich lange von ihr nichts gehört hatte und dann hatte ich sie angeschrieben. Und ihre Schwester, die auch Heike heißt, hatte mir dann geantwortet, nämlich, dass es ihr nicht so gut geht, dass sie momentan krank ist. Und ich möchte auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und ich finde das immer so schwierig, wenn, sag jetzt mal, dann Verwandte antworten. Wie gesagt, ich habe mich da sehr darüber gefreut. Du kannst ja nicht jede Woche nachfragen. Und. Weil du möchtest ja, sag jetzt mal, ein bisschen Privatsphäre denen auch überlassen. Auch wenn mich die Neugier natürlich gepackt hat. Aber im Endeffekt geht es ja darum, ihr wisst, ihr seid so ein bisschen eine kleine YouTube-Familie für mich und bei dem einen oder anderen weiß ich halt ein bisschen mehr oder auch nicht, ist ja gar nicht so schlimm. Aber das ist halt immer nett, wenn man von dem einen oder anderen immer was liest, denkt, ach ja, da bist du ja noch. Und das ist irgendwie so, als ob die Familie sich meldet. Und das finde ich immer so schön. Und wenn es dann einen von uns nicht gut geht, dann hätte ich halt gern, dass ihr der lieben Katrin, also macht wegen mir gerne Hashtag Katrin vorher, und dass ihr ein paar schöne Genesungswünsche ihr schreibt oder ein paar nette Grüße oder wegen mir einen netten Spruch. Also das würde ich gerne hier in diesem Video als Aufruf haben wollen, weil das kann sie sich dann durchlesen. Und vielleicht freut sie sich und hat vielleicht auch den einen oder anderen jetzt im ersten Moment gar nicht mehr von euch so auf dem Schirm. Aber durch einen lieben Kommentar kann man ihr diese Genesungswünsche übermitteln und vielleicht weiß er, ach ja, da war ja neu. Also das wäre mein Wunsch, ihr müsst es natürlich nicht. Und ich zeige euch jetzt das Paket, das war in einer Degusta-Box. Und da habe ich wieder festgestellt, wenn ihr mir was an den Hermes-Paketshop schickt, schreibt bitte erst meinen Namen hin und informiert mich bitte mit einer Sendungsnummer, weil Hermes tut mich nicht informieren. Ich muss das wahrscheinlich in meiner Infobox auch nochmal korrigieren. Und beinahe wäre das schiefgelaufen und das wäre schade gewesen. Ich habe das Paket schon ausgepackt. Ich wollte ja gucken, was drin ist. Und ich habe eine ganz süße Karte da drin enthalten gehabt. Ihr wisst, ich bin da so schlecht, aber ich freue mich immer sehr darüber. Und hat sie geschrieben, ganz liebe Grüße an dich, liebe Heike, deine Katrin. Und auf den Spruch steht, verwandte Seelen verstehen einander ohne Worte, vertrauen sich jederzeit blind, verzeihen einander ihre Schwächen, verlieren niemals ihre Bindung. Und ich fand das irgendwie so nett. Und das ist das, was ich hier meine. Ich habe sozusagen euch ganz gern und lieb als meine YouTube-Family. Und ja, da gehen auch von mir ganz liebe Grüße an alle von euch und natürlich an die liebe Katrin. So, jetzt hole ich mal das Paket. Ich bin ja der Meinung, das ist viel zu groß. Ihr müsst mir nichts schicken. Ich freue mich über jede Kleinigkeit und wenn es nur ein paar Gummibärle sind. Aber auch dieses Paket war wieder, sagen wir es mal so, sehr auf mich zugeschnitten. Und wir werden auch das eine oder andere Video nachträglich dazu machen. Vielleicht auch ein Schminkvideo. Da kommen jetzt wieder sehr viele Videos. Also entschuldigt da bitte, wenn ich euch da ein bisschen lästig werde. Genauso wie bei meinen Shein-Shorts. Ich fand das einfach so lustig. Ich wollte euch das übermitteln und ihr müsst ja nicht alles anschauen. So, viel Rede um wenig. Also ich hole jetzt mal das Paket. So, oben drauf lag, hatte ich erst gar nicht gewusst, was ich damit meint. Aber wenn ich euch dann sozusagen rasche die Tüte zeige, wisst ihr, warum sie das mir geschickt hat. Und zwar eine pinke Einkaufstüte. Und ihr werdet es lachen. Ich habe so ein Einhorn, nämlich so eins. Das war mal irgendwo drin. Ich glaube, entweder in einer Badekugel. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Und ich konnte das nicht wegschmeißen. Ich fand das so süß. Ich bin zwar aus dem Alter raus, ich spiele damit nicht mehr. Und es ist auch nicht als Deko wirklich da, aber ich mag es. Steht bei mir irgendwo hinten im Eck. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, sehe ich es und muss schmunzeln. Bei dem nächsten musste ich auch schmunzeln, weil es gab eine extra Überraschungstüte. Und was ist da drin? Ta-ta-ta-ta. Ich bin da wirklich schlecht. Ich vergesse sowas immer reinzutun. Aber wir haben einmal Leberwurst und einmal mit Hähnchen. Ich weiß, das kommt beides gut an und freue mich, dass es da drin war. Und ihr müsst doch sagen, so Tütchen gehen immer, oder? Also ich kaufe solche Tütchen auch sehr gerne. Ich mache da gerne Plätzchen rein. Oder halt, wie ich euch immer wieder sage, so Kleinigkeiten, dass derjenige sich einfach über eine Kleinigkeit freut. Weil ich finde tatsächlich, dass... hat so was Zwischenmenschliches, was Tolles. Es geht da nicht um den Wert, es geht auch nicht, dass man was kauft. Wenn man manchmal so einfach so eine Kleinigkeit mitbringt, da freue ich mich einfach. Da denke ich, du hast mich gedacht. So, dann haben wir eine Palette, die wird sie ausprobiert haben und wird gesagt, na, das ist nichts für mich. Von SheGlam. SheGlam ist ja die, sag ich mal, die Hauseigenmarke von Shein. Die haben wirklich schöne Sachen. Seht ihr das Packaging? Und da ist es aber tatsächlich so, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen kaufe ich es nicht. Ich sitze vorm Rechner und denke mir, ach, ich würde gerne mal SheGlam Sachen bestellen. Ich habe ja in meinen eigenen Abonnenten sozusagen, die Mary Terry heißt sie, glaube ich, die schaue ich auch immer gerne an. Sie kauft viel bei Shein. Ich glaube, dass sie Kooperation mit denen hat. Und da zeigt sie natürlich auch Schminkvideos und die sind gar nicht so schlecht, die Produkte. Aber ich habe tatsächlich so viele Sachen da, dass ich tatsächlich jetzt momentan keine Sachen mehr kaufe und lieber die Sachen von euch ausprobiere. Und ich muss sagen, was haltet ihr von diesen Farben? Sehr schön. Und vor allen Dingen, ich hatte ja so lila gesucht. Underwater Iris oder Iris. Das werden wir mal ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen zu dunkel ist für das, was ich mir vorgestellt habe. Aber vielleicht kann man es gut verblenden, das probieren wir. Und was ich bei diesen SheGlam Sachen so finde, die sind wirklich von der Qualität echt hochwertig. Also das ist eine schwere Palette, das ist eine große Palette. Die Pfännchen sind groß. Wir haben hier wie viel Gramm? 10 Gramm. Werden wir in einem Video testen. Freut euch einfach drauf. Oder halt nicht. So, dann haben wir was Pinkes, weil ich ja Pink überhaupt nicht mag. Und die habe ich tatsächlich früher gerne gegessen, muss ich sagen. Ich versuche ja wirklich, weil gefühlt nehme ich momentan jede Woche ein Kilo zu, werde einfach fett und esse nichts Süßes mehr. Aber bei sowas kann ich dann auch nicht widerstehen. Das gab es früher. Und kennt ihr die Blauen noch davon? Die Blauen habe ich auch total gern gemocht. Gesuchtet habe ich die, sind sogar vegan. Ich lasse momentan noch zu. Ich weiß, wie sie schmecken. Ich liebe die. Ist ja nicht so, dass ich nicht gerne esse. Dann haben wir was und das finde ich sehr schön. Den habe ich auch schon. Ich weiß noch nicht, ob ich den weitergebe, weil ich von denen zu viele habe. Aber ich finde es sehr schön und vielleicht tausche ich auch den einen oder anderen aus. Das weiß ich noch nicht. Und zwar diesen Hair Towel. Das ist im Endeffekt so ein Handtuch fürs Haar. Und früher habe ich immer gedacht, ja, so ein Quatsch, da reicht ja ein normales Handtuch. Aber ihr werdet lachen, ich nehme keine normalen Handtücher mehr, sondern nur sowas. Ihr seht so ein Bild, wie man das macht. Für die Haarwäsche. Ich habe den in hellblau, ich habe den in pink, ich habe den schon in weiß. Ich habe, glaube ich, 20 Stück im Badezimmer hängen. Deswegen werde ich da vielleicht den weitergeben an euch vielleicht mal. Aber ich finde es super süß, dass sie mir den eingepackt hat, weil ich finde die wirklich gut. Und die halten ewig. Ich weiß, die Claudi tauscht da auch immer mal aus. Ich habe auch welche, die ich echt hasse, wie die Pest. Vielleicht tausche ich aus, ich weiß noch nicht. Aber sehr süße Idee. Und sowas, finde ich, geht immer für ein Mädel oder für eine Frau oder eine Omi oder wie auch immer. Fürs Haare waschen, das ist einfach auch netter und dann kannst du nach der Dusche schnell mal das Ding auf den Kopf und kannst wegen mir noch schnell eine Kaffeetasse holen, wie auch immer. Das sieht halt auch ein bisschen fancy aus, meiner Freundin, die lacht mich schon immer aus. Wenn die zu uns zu Besuch kommt, sagt sie, ja immer die Schuhe passen zu die Klamotte und wir waren ja jetzt am Wochenende auf der Jagdmesse, da habe ich einen braunen Mantel angehabt, braune Handtasche, braune Stiefel, ich sah aus wie eine Jägersfrau, aber mein Mann ist ja Jäger. Also ich mag es gerne, wenn es sehr stimmig ist und Punkt. So, und dann habe ich noch eine Palette und die kenne ich auch nicht. Und zwar, was ist das für eine Firma? Hier steht nur BP Perfect.
Carnivore. Noch nie gesehen, aber ich bin da auch tatsächlich in den letzten Monaten eher zurückgetreten, mir neue oder viele Paletten zu kaufen. Aber die ist auch richtig schön. Und ich habe tatsächlich demnächst ein Kooperationsvideo, wo ihr auch wieder was gewinnen könnt. Vielleicht machen wir da einen Look dazu, einen Halloween-Look. Ich weiß noch nicht, weil diese Palette, die schreit nach einem Video. Wunderschöne Töne. Ich glaube, die liebe Claudi von Bella Donna, This is Life. Früher, jetzt hat sie mit ihrem Mann einen Kanal, so einen Reisekanal. Die würde wahrscheinlich sagen, hier ist so eine super Palette. Sehr schöne Farben. Wie gesagt, das sind halt Farben, die jetzt nicht mehr momentan so meinem Geschmack entsprechen. Einfach, weil jetzt der Herbst kommt. Aber im Sommer mag ich das sehr gern. Und das wäre tatsächlich mein Favorit, weil diese Farbe habe ich schon. Und ich finde die super schön. Und da werden wir auf jeden Fall ein Video machen. Das habe ich mir schon vorgenommen und da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Und ich muss gestehen, ich habe früher solche Paletten immer gleich weitergegeben, weil ich mir gedacht habe, das nutze ich sowieso nicht. Nee, das mache ich nimmer. Weil wenn ich dann mal so einen Vogel im Kopf kriege und sage, so, jetzt möchte ich den Look haben, dann hast du so eine Palette nicht und dann stehst du nämlich da. Das geht gar nicht. So, und dann haben wir auch was, was tatsächlich hier bei mir gleich in meinem Zimmerle hier bleiben wird. Also sie hat wirklich genau geschaut. Und zwar von Ipuro Classic, ein Duft, ein Raumduft. Zarte Rose mit würzigen Johannisbeeren. Kenne ich auch noch gar nicht. Also im Endeffekt so ein Duftstäbchenteil. Und ich finde tatsächlich, dass von Ipuro die besten momentan sind. Und das werde ich mir dann da hinstellen und da werde ich eine Freude haben. Und immer wenn ich es mir dann anschaue, denke ich mir, oh, die Katrin hat es mir geschickt. Schrägstrich die Heike. Also das eine tolle Idee. Dann habe ich mir, also manchmal habe ich ein bisschen Angst vor euch, wie gut ihr mich schon kennt. Auf der anderen Seite, ich habe ja früher auch viel mehr andere YouTuber angeschaut. Ich habe einfach die Zeit nochmal. Und da wusste ich genau, der macht das, der macht das, der macht das und der macht das. Und das, da hat man irgendwie so ein bisschen... Wir sind so. Und so soll es ja sein. Ich bin kein Fan, hier eine heile Welt aufzubauen, in die ihr euch mehr oder weniger dann flüchtet. Darum geht es gar nicht, sondern einfach an der Zeit miteinander verbringen, so ein bisschen abschalten. Was weiß ich, tut gerade bügeln, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit gucken, was macht sie denn jetzt da? Sie quatscht halt jetzt wieder ewig. Ich finde es einfach entspannend. Wenn ich bügele, dann habe ich auch immer den einen oder anderen YouTuber an. Und auch das nächste. Zwei Ohrringe, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, zwei Kerzen. Und ich glaube, die sind auch von Rossmann. Süß. Sehr süß. Und seht ihr das mit diesem Geschenksäckchen? Also wenn ich die Kerzen jetzt nicht behalten würde, würde das so weitergehen. Eine Flasche Wein, eine Flasche Sekt, eine Saftflasche, wenn jemand keinen Alkohol trinkt. Und total süß. Und ich liebe ja Teelichter, ich liebe ja Kerzen sowieso. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich werde vielleicht sogar bei Amazon mir so einen riesen Kiste kaufen. Da gibt es immer so B-Ware, kaputte Kerzen. Vielleicht mache ich das ja mal. Muss ich mir fast aufschreiben. Weil meine Oma hat früher schon gesagt, man soll alte Kerzen nehmen, die auch wegen mir kaputt sind, weil die brennen nicht so schnell runter. Oder wenn ihr frische Kerzen habt, gerade im Winter, legt sie über Nacht in ein Gefrierfach. Dann sind die nämlich kalt und brennen nicht so schnell runter. Nur mal so ein kleiner Lifehack. Das nächste Produkt finde ich gut, weil es ist nämlich gestern alle gegangen. Von Batiste ein Shampooing-Sack. Okay, also ein Trockenshampoo. 200ml Tropical. Es gibt Unterschiede von Batiste. Manche mag ich, manche nicht. Das kenne ich jetzt noch gar nicht, weil Batiste tatsächlich nicht so meine Marke, meine Firma war bisher. Ich habe ja noch ganz viel von euch. Aber das werden wir probieren, austesten. Mal gucken, ob das was ist. Dann, es endet noch nicht. Also habt keine Angst. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit. Da ist noch was drin. Und zwar eine Gesichtsmaske, König der Löwen. Niedlich. Also so einen kleinen Löwen habe ich ja hier unten am Tisch, die schläft gerade. Oh, Badekristalle, hab dich lieb. Das wird mein Mann bekommen, der wird nächste Woche 50. Dem hatte ich das schon mal gekauft und es war richtig gut. Und das ist halt einfach schön, dass es dich gibt. Das sage ich zur Katrin. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass es mein Mann und mich gibt. Ich finde, sowas kommt immer an. Müsste sagen, sowas kommt immer an. Genauso das nächste ist wieder eine Gesichtsmaske von Disney. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich sehr wenig Gesichtsmasken gemacht. Und genau das kenne ich auch mit Hibiskusfeige. Lieblingsmensch.
von Kneipp. Ich bin ein Fan von Kneipp, ihr wisst das. Und ich weiß, mein Mann verträgt das, deswegen alles gut. Dann habe ich noch eine Überraschungstüte, die habe ich gar nicht gesehen. Und schaut mal, da ist sogar der Aufkleber, ist sogar passend. Alter Falter. Vielleicht ist noch was für die Zinzi drin oder für die Katzen. Für die Katzen. Also sie hat das wirklich gut durchdacht, das muss man schon sagen. Ein bisschen erschreckend, aber ich finde es sehr schön. Meine lieben sowas. Und der Hund, wie gesagt, der frisst ja sowieso alles. Und das Letzte, ich weiß noch nicht, wofür ich es verwende. Ob ich es auf dem Tisch stehen lasse, einfach zur Dekoration. Seht ihr das? Lasst es kurz auf euch wirken. Es glitzert. Es gibt kein Leben ohne Rosa und Glitzer. Ist das nicht schön? Oh, ist das herrlich? Also es hätte ja auch gereicht, wenn diese Tasche einfach nur befüllt gewesen wäre, weil die matcht natürlich alles, gell? Das eigentlich, was ich schade finde, man hat so viele schöne Taschen und man nutzt das immer alles gar nicht so. Deswegen gebe ich ja immer wieder Sachen weg, weil ich mir dann denke, dann soll vielleicht jemand anders eine Freude haben. Ich finde die so schön. Also ich werde die, vielleicht nehme ich die wirklich als Medikamententasche oder hier für meinen Schreibtisch, wo meine ganzen Sachen drin sind. Aber da habe ich vom Moschino schon eine. Aber die sieht schon sehr abgeranzt aus. Also ich weiß noch nicht, wofür ich sie verwende, aber die ist so schön. Ich mag ja auch dieses Rautenmuster. Und dann hat sie natürlich auch noch rosé-goldenen Reißverschluss. Und da sind natürlich, weil es ja noch nicht gereicht hat, auch noch Produkte drin. Das erste geht auf jeden Fall weiter, weil ich das hatte ich letztes Mal schon weitergehen, da bin ich kein Fan von. Und zwar ein Nahrungsergänzungsmittel mit Grünteeextrakt. Das war mal in irgendeiner Box, ich meine sogar in der Glow. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist auch damals weitergegangen, aber ich finde es immer wieder gut, wenn man sowas weitergeben kann. Vielleicht findet sich dann immer der eine oder andere und sagt, das mag ich, das teste ich gerne und probiere ich gerne aus. Dann haben wir ein Körperpeeling. Und vielleicht könnt ihr euch an meinen... Habe ich dann einen Short gemacht, wo wir in Nürnberg waren. Da hatte ich doch diesen Kaffeescrub. Und jetzt probieren wir mal das. Das ist auch ein Körperpeeling mit Kakao, Butter und Mandelöl und Kaffee wahrscheinlich. Das probieren wir aus. Vielleicht ist das ähnlich. Augenpads. Sehr süß. Oh, Packaging. Ja. Und eine Lippenmaske von Balea. Da habe ich immer eher so das Problem, dass ich so lange nicht im Mund halten kann. Aber auch das werden wir hinbekommen. Und auch wieder in Visibobble im Pink. Finde ich sehr süß. Habe ich auch hier, habe ich auch in Visibobble drin. Zwei Stück. Dann von Alterra Mai. Und den habe ich tatsächlich gesucht und habe nicht mehr bekommen. Und zwar gab es da, ich glaube, das war eine LE, sieht sie das, ein Sponge in Herzform. Habe ich leider nicht bekommen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt drin ist. Und ihr müsst schon sagen, die Farben sind schon alle sehr ähnlich rosa, gell? Und auch das, eine Handcreme von Ahava. Die war letztes, das ist ja irgendwo drin. Und ich liebe Ahava-Produkte. Ich mag das gern, freue mich da sehr drüber. Ich werde es sehr gerne ausprobieren, beziehungsweise ich kenne es ja schon und werde es gern testen. Und dann haben wir ein Haaröl, Hair Protection Love 30 ml, kenne ich auch gar nicht, aber das Packaging ist so schön und ich liebe Haaröle, weil ich habe wirklich trockene Haare. Und dann haben wir wieder dieses Jugendlichkeitsserum von Lancôme, verwende ich schon immer wieder, mag ich total gern. Ich habe da jetzt nicht so viel Effekte gehabt. Also ich würde es mir, glaube ich, im Original nie nachkaufen. Ich habe es original da, das große, und ich verwende es auch sehr gerne, aber momentan verwende ich sehr gerne das von Dior, von der lieben Marion. Aber auch das verwende ich sehr gerne und ich verwende dazu gerne dann dieses Gerät mit diesem Licht, weil einfach die Haut dann schön feucht ist, schön glitschig und dafür ist es super. Und dann abschließend, mal abgesehen von dieser schönen Tasche, eine Mascara von Chanel. Ich habe noch nie so eine kleine Mascara gesehen. Aber das ist mir wurscht, weil Chanel, hallo, da muss ich jetzt reinschauen, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht ist doch ein Lippenstift. Nein, da steht Mascara drauf. Ich habe noch nie so eine kleine Mascara gesehen, Schatz. Soll ich das mal? Oh, ich liebe das. Ihr wisst, ich würde, wenn ich noch alleine wohnen würde, würde mein Badezimmer komplett mit diesen Luxusmarken vollstehen. Aber das kann ich meinem Mann leider nicht antun. Aber hallo, eine Mascara von Chanel. Ich bin ein Fan. Die wird auch sofort ins Badezimmer verschwinden.
Ich bin schon der Meinung, dass diese teuren Brands nicht immer besser sind. Da braucht man gar nicht drüber reden. Aber ich bin ein geistiges Luxusgirl und freue mich da immer sehr darüber. Und das war das Paket. Und ich denke mir, hallo, sag mal, es reicht eine Kleinigkeit. Ich freue mich über jedes Paket. Ihr dürft mir gerne immer was schicken und ich werde euch auch immer dann namentlich benennen in den Videos. Aber ich freue mich tatsächlich wirklich über die Sachen, weil immer wieder in den Paketen Produkte drin sind, die tatsächlich ich nicht kenne. Ich lebe ja mehr oder weniger fast nur noch aus den Boxen und da ist natürlich nicht alles drin und auch aus den Drogerien ist da nicht immer was drin. Deswegen bin ich da mehr oder weniger auf eure Hilfe dann auch angewiesen, wenn ihr mir was geschickt habt, dass ich es testen kann. Und es ist dann so in einem Aufgebraucht-Video, wo dann auch immer die Verlosung kommen, dann sage ich euch ja dann immer, wie war das? War das gut? War das nicht gut? Ja, ich bin jetzt etwas geplättet, außer Atem und einfach happy. Wie gesagt, lasst der lieben Katrin einen liebevollen Kommentar da. Ihre Schwester leitet ihr weiter. Da sozusagen auch nochmal liebe Grüße an die Heike, meine Namensvetterin. Und ja, bin jetzt einfach nur geplättet, werde jetzt alles verräumen. Ihr werdet das eine oder andere Produkt vielleicht in einer Verlosung sehen, vielleicht in einem Aufgebraucht. Und ich werde jetzt glitzernd in den Feierabend gehen. Nein, ich muss noch ein anderes Video abdrehen, aber wolltest du nur mal sagen. So eine schöne Tasche mit Chanel-Produkt drin. Ich weiß, die ist ein bisschen bekloppt, aber wer denn nicht? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, wie immer, bleibt schön gesund, eure Heike.